Ganz kurz nur live. Ganz kurz nur live. Klingt wieder Ionic. Ich wollte gerade sagen, du musst gleich wieder auspacken. Da drin steht er. Also. Ja, sofort ausparken. Er soll auf die Fernbedienung drücken und auspacken. Okay. Hallo. Hallo. Jetzt ist der Wasserstoff ausgegangen. Es wird erwartet, wie man sehen kann. Es ist schon ein Riesending, gell? Ich möchte mich hiermit öffentlich von der Fuel Cell Technologie distanzieren. Nur, dass das alle wissen. Nur, dass das alle wissen. Aber schönes Auto. Wir packen gleich wieder auf. Grüß Sie. Gut angekommen. Ja. Dankeschön. Dann packt man gleich schon wieder aus. Genau. Soll ich unterschreiben? Ja. Wir kennen uns ja auch vom Sehen. Ja. Verspätet, aber doch. Jetzt werden wir hören, ob die Brennstoffzelle Geräusche macht. Da fragt mich schon jemand, ob ich fremd gehe. Nein. Aber hat auch dieses West-System, das den Ton macht. Elektro-Jürgen Sangl fährt Wasserstoff. Um Gottes Willen. Viel Verspätung. Auch morgen Vormittag ist er da, wer ihn anschauen will. Probefahrt ist natürlich so nicht möglich, aber ziemlich sicher, dass man ihn anschauen kann. Die Farbe gefällt übrigens den Leuten sehr gut. Die würden sehr gerne das vielleicht bei anderen Modellen sehen. Also folieren bitte in der Farbe. Das ist die Lackierung. Ah, das ist matt lackiert? Ja, das okay. Ist keine Folierung. Entschuldigung. Achtung, Damen im Bild. In der Größe wäre Kona schön. Sagt er, wo ich ihn hinstelle, hat sagt er immer geil. Leider ja. Ganz ehrlich, mein Auto kommt wieder hier rum. Macht schon Geschmack auf Kona. Also, hat schon. Setz dich halt mal rein, schreibt jemand. Ne? Anschauen oder hineinsetzen? Yes! Alles erlaubt. Wer so lange da geblieben ist, um das Auto zu sehen, der darf alles machen. Hui! Können wir bitte den haben mit 100 Kilowattstunden? Es wären sogar die Wechseltafeln mit drin. Hui! Das waren die Schilder, die auch mit dabei waren. Also, der ist saugeil. Kann man auf 3D schalten? Schau, ist das groß in groß? Das ist einfach ein Prototyp. Weil die Deutschen eigentlich dann noch die dunkel getönten Scheiben reingekommen haben. Komischerweise hat er das nicht. Ich weiß nicht, ob es nicht gibt. Doch, also ich habe nochmal Dinge angegriffen, die haben sie dann abgebessert. Und er ist nicht so gut. Ich glaube, es sind drei oder Moment. Dreimal 3 Kilo Tanks sind es, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe jetzt. Also er braucht circa 1 Kilo auf 100 Kilometer. Dann kommt bei circa, ich glaube, 700 irgendwas Nefts und 500 ehrliche oder 600 ehrliche Kilometer. Schon geil.
Das waren jetzt übrigens die Worte des Jürgen Sangl, verdammt geil. Ja, kann man mal Motorhaube öffnen oder wie nennt man das jetzt? Brennstoffzellen, Frank? Nein, Motor hat ja trotzdem, Elektromotor. Ist ja auch Motor. Nur wo wird das geöffnet? Ah. Da ist ja doch was eben drin. Was hat der für einen Antrieb? Brennstoffzelle, Elektromotor. Jetzt schauen wir mal, wie groß die 12-Volt-Batterie ist, weil die ist immer klein. Die ist bei dem integriert, wie beim Ioniq Hybrid, bei den neuen Modelljahr 2019, ist die 12-Volt-Batterie in der Lithium-Ionen-Akku mit drin. Und kann auch nicht, wenn die leer ist, kann ich auch per Knopfdruck den Strom vom Hauptakku reingeben. Also es kann mir nicht passieren, dass ich bremsstarten muss oder so. Da sehen wir wieder, wo die Konzerninteressen hinführen, ja, und was möglich ist, wenn man will. Wünschte, der Kona hätte dasselbe Display in der Mitte wie der Nexo. Ja. Schön. Also, der Pufferakku ist, glaube ich, 1,56 Kilowattstunden. Also dasselbe wie im Ioniq Hybrid. Das habe ich mir vorher sagen lassen. Es gibt dann übrigens für alle Live-Zugucker knapp dreiviertel Stunde langes Video von der Nexo-Präsentation. Also den haben wir ohne Nexo gemacht, Vortrag von einem Herrn von Hyundai zum Thema Wasserstoff und Nexo. Und das wird dann auf YouTube in Kürze in voller Qualität zu sehen sein. Achtung, Vorsicht. Entschuldigung. Hyundai-Techniker. Okay, wie öffnet man das, wenn man fragen darf? Geht das? Ah, ganz unten, okay. Elektrische Kofferraumklappe. Das lässt ja schon Tesla-Feeling zu. Ah ja, das ist diese Schale, die auch der Kona kriegt. So für Ladekabel und so. Kann ich den dann laden auch noch? Mit Nein. Strom? Nee. Also Stromakku oder gar kein Null? Nee. Ja, Pufferakku, einen kleinen. Aber ganz klein, mit ja, 5 kW. 1,56 kW. Ah, ja. Ja. Nur zum Zwischen. Ja. Weil die Batterie die Peakleistung bringen kann, die Brennstoffzelle nicht schafft. Ja. Okay, dann kann man hier. Moment, wir müssen mal kurz den Tesla-Effekt nochmal haben mit den Türgriffen. Den Tesla-Effekt mit den Türgriffen, genau. Auch Hyundai kann das, Elon Musk. Ja, es kommt jetzt die Konkurrenz. Ist noch an? Ist noch an der Wagen. Ist an, ja. Natürlich nicht, wenn er an ist. Ja, geht von Tesla auch nicht. Nächstes. Oh, jetzt habe ich nicht gefilmt. Oh. Nochmal! Und. Und wenn man drauf drückt, gehen sie auf. Okay. Nur wenn man den Schlüssel hat. Wenn man sich nähert, macht es dann auch automatisch auf. Ah, Pedals. Magst du mit dem Schlüssel in die Nähe, Jürgen? Jürgen? Ich muss jetzt den... Man verzeiht mir, dass ich den Herrn lieben Sangl jetzt so herzitiert habe. Ich wollte es nochmal einschalten, dass man sieht, darf man das? Da. Schlüssel schaut übrigens cool aus, der kann viel. Wir müssen nachher nochmal das automatische Einparken gleich nochmal vorführen. Auch eine schöne Melodie. Wunderschöne Auflösung. Also eigentlich möchte ich da nicht mehr raus, bitte, ja. Okay. Aber die Sitze schauen schon auch geil aus. Kraftstoffverbrauch 1,2 Kilogramm, der ist aber schnell gefahren. Ah, Aufmerksamkeitsassistent, den haben wir dann auch beim... beim Kona Elektro. Und der ist schon relativ leer, das H2 geht aus. Sehr schön, also wirklich
Das ist eine ganz andere Liga, das muss man dazu sagen. Aber das Auto kostet auch 69.000 Euro, wird aber auch gefördert. Ah, genau, perfekt. Das ist die Kamerafunktion für den Totwinkelassistenten. Wenn wir jetzt rechts blinken, dann sehen wir es auch rechts. Ganz geile Geschichte. Cool. Wenn wir die Türe aufmachen. Cool. Und wenn wir dort die Türe zumachen, dann sieht man es auch. Lässig. Hochauflösend. Das ist die Kamera in die Spiegel, ne? Genau. Unten drunter ist es. Ja. Ah, Brennstoffzelle, schon. Nächste Tankstelle, 46 Kilometer, Linde. Ah, wirklich super scharf aufgelöst. Ich hoffe, dass diese Auflösung auch beim Kona Elektro sein wird, weil der hat auch eine höhere Auflösung. Aber ich glaube, so hoch ist es, glaube ich, nicht. Das ist ja gestochen scharf. Und das ist ja auch ein Voll-LCD-Display. Da sieht man ja gar nicht, dass das eigentlich ein Display ist. Ja. Okay, das ist Plastik, aber das darf sein. Ansonsten. Ah. Da ist Lampe. Schiebedach. Ich hätte so gern ein Schiebedach, aber das verzögert sich dann. Richtig genial. Und das ist einmal ein Schiebedach. Einmal richtig cool. Richtig genial. Wow, okay. Dann machen wir mal frei für andere. Okay. Soundsystem-Test kann man jetzt, glaube ich, vergessen, aber wunderschönes Auto. Wow. Bitte den in Elektro. Bitte den in Elektro. Was war noch schnell der Listenpreis? Was können wir da für einen Preis machen? Für Umbau auf BEV? 55. Ja, für die Batterie zum Einbauen, aber das Auto selber. Servus. Ja, so. Genau, 69.000 Euro plus Premium-Paket kostet noch extra, aber das seht ihr dann alles in dem richtigen YouTube-Video. Und ich glaube, es gibt da noch für Lackierung extra 500 Euro, also keine Ahnung. Tankdeckel, ist der verschlossen oder? Draufdrücken. Ah! Okay. Ist schon offen, ist schon offen, ja. Ich will da nichts rausziehen, ich will nicht explodieren oder sonst was oder verbrennen oder. Nee, Scherz. Wir haben heute gelernt, bitte, Wasserstoff explodiert nicht, Wasserstoff kann brennen. Ah. Das ist die Datenschnittstelle, die Verrutschungsstelle. Ah, Datenschnittstelle, okay, das heißt, da sehen wir dann. Dass er Daten sendet. Okay. Die Schnittstelle ist aktiv, wenn die Klappe offen ist. Okay. Das Auto wartet jetzt auf die Zapfkupplung, Tankkupplung. Aha, okay. Und tauscht dann Daten aus. Hier ist ein Infrarot-Schnittstellenpunkt. Bei der Kupplung ist ein Schnittstellenring, egal wie ich sie raufstecke. Ich habe immer bei Infrarot brauche ich einen Sichtkontakt. Und dann gibt es Datenübertragung, Tankvolumen, Tanktemperatur und Tankdruck. Und man sieht es nicht, wenn Wasserstoff brennt, schreibt gerade jemand. Das ist richtig. Das ist richtig. Also bitte, ein sehr fähiger Herr. Ihr werdet den dann noch in dem YouTube-Video sehen. Ich bin mir sicher, der wird noch eine große Karriere vor sich haben. Und man muss wirklich, zwei, drei Vorurteile muss man wirklich aufräumen mit Wasserstoff. Das stimmt. Die anderen Dinge sind ja gerechtfertigt, aber das ist auch beim BEV immer das Thema. Das wissen wir ja, dass es hier... Glauben wir, Daniela, an Hyundai ist nichts Schlechtes. Und die Technologie zu dem Preis, das schafft nicht einmal Toyota. Und schon gar nicht in der Optik, weil er Mirai ist schier. So. Knallgaseffekt haben wir gelernt übrigens, weil die Frage gekommen ist,
ist nur dann, wenn sehr viel Sauerstoff reagiert mit Wasserstoff. Und das ist in der Regel, wird Zufuhr sofort abgedreht, wenn das passiert. Aber ich will mich da jetzt nicht hinstellen als... Ja, den Kona habe ich schon reserviert, Daniela, nur damit es nochmal alle wissen, und bestellt. In Felden übrigens wird er überhaupt nicht getankt, sondern getankt wird er an einer Wasserstoff-Tankstelle. Ah, das Self-Parking-Feature wird jetzt demonstriert. Das Auto kann nämlich im Gegensatz zu vielen anderen Fahrzeugen selbst einparken, wenn man nicht im Auto ist. Aber wahrscheinlich muss es ihm das anzeigen. Und dann müssen wir schauen, ob das jetzt funktioniert. Da gibt es keine Fernsteuerung, bitte. Ah, übrigens, nur damit ihr das alle wisst, 30 Zuschauer auf Facebook. Ich kenne keinen Autohändler, außer jetzt Jürgen Sangl, der um 10 Uhr am Abend noch Dienst macht, gell? Ja. So, kein Mensch sitzt drin, kein Gnom, kein Hyundai-Ingenieur, keine Fernsteuerung. Er blinkt schön, vorschriftsmäßig, blinkt er rechts. Nobody inside. Jetzt bricht er doch ab. Ne? Macht spannend. Entschuldigung, wenn wir jetzt ins Bild rennen, aber... Er vergewissert sich, dass man doch einparken kann, ne? Ist ja wohl super, wenn man nicht beim Auto sein muss, ist ja das Parking-Feature wurscht, weil dann soll er sich Zeit lassen, so viel man will. Man ist dann nicht im Kaffeehaus. Ne? Aber drin sitzen und dann diese ewigen Parkautomatik, da wird man schlecht, ne? Übrigens, alle schreiben gerade Sangl Rules, möchte ich nur mal dazu sagen. Ja? Ich gehe nicht zu nahe zu, weil sonst bricht er gar ab. Er ist nicht der Schnellste, in dieser Lücke zumindest. Er tut noch. Ich bin auch zu weit weg, ich weiß es nicht, wie nah ich dran sein muss. Weil es gibt keine Betriebsanleitung. Vielleicht war ich zu weit weg. Das Gute ist, muss ja keiner mehr aussteigen jetzt. Vom Tino liebe Grüße, Jürgen. Er ist gerade sehr geflasht, Tino. Bitte steigen Sie jetzt aus, ein unsichtbarer Fahrer. Keiner da. Also schaut schon, tust du so richtig alt aus dagegen, gell? Möglicherweise war ich zu weit weg. Ich weiß nicht, wann ich da gerade ansehen muss. Wir haben aber auch nicht 5, 6 Meter. Ich habe Angst, wenn ich zu nah bin, sie irritieren durch meine Bewegung, wenn ich zu weit weg bin. Wow, echt cool. Echt cool. Warum werden solche Autos nicht gebaut? Jetzt wirklich, jetzt ernsthafte Frage, warum kriegen wir so einen Abklatsch vom Abklatsch und es gibt nicht sowas mit Batterie, von mir aus für 2000 Euro mehr, der Designer ein bisschen mehr Geld kriegt. Warum wird das nicht gemacht? Das ist irgendwie fast gemein. Ne? Das ist so, du kriegst nur, wenn du die Technologie nimmst, die wir dir vorgeben, dann kriegst du das super tolle Auto und sonst kriegst du das mit Halogenbirne. Ja, also... Gibt dir noch einen tollen Kona und Janik. Also, der ist es ja nicht. Alt. Nee. Kona muss das haben, schreiben alle. Kona hat das leider nicht. Kona hat leider auch keine App. Jürgen probiert. Ich weiß auch nicht zustande, wie er automatisch auspackt. Ich weiß es nicht. Achso, er kann automatisch auspacken ja, auch. Wir wissen nicht, wie es funktioniert, weil es keine Betriebsanleitung gibt. Okay. Ich weiß nicht, was man aktivieren muss, weil es müsste ja eigentlich von außen gehen, weil ich ja der Gedanke ist, ich kann das so machen, wo ich nicht ein- und aussteigen kann. Ja, ausgeschaltet ist er ja. Ich hätte es nicht so angeschaltet. Das ist manuell angeschaltet. Auch der Nexo hat keine App. Nur weil die Frage jetzt gekommen ist, und das war mal früher so ein Thema, hat leider auch keine App. Noch immer anscheinend aus datenschutzrechtlichen Gründen.
kann er auch auspacken. Ja, er soll es eigentlich können, aber der Herr von Hyundai hat mir gerade gesagt, es gibt keine Bedienungsanleitung. Bitte das jetzt nicht falsch verstehen, dass das sozusagen eine Firma wäre, die sie nicht kommunizieren zu helfen weiß, aber... Es geht, aber sie wissen nicht wie. Aber das macht ja nichts. Das ist ja toll, wenn man ein Auto nicht kennt und noch was rausfinden darf. Ne? So wie bei den Mechanikern, die dann wie die Autodoktoren suchen und dann kommt man nicht drauf, was das ist. Auch richtig cool. Vor allem auch die Optik, das ist richtig cool. Wenn man links daneben schaut, das ist irgendein Verbrennermodell, das schaut ja direkt hässlich aus. Die Häppchen sind schon weg, Werner. Es sind nur mehr Restchen übrig. Bitte, das Geräusch im Hintergrund ist ein Transporter, das hat nichts mit dem Brennstoffzellenauto zu tun. Liebe Grüße auch von Christian. Dankeschön. Dankeschön. Ein Verbrenner. Hinfort mit ihm. Jo. Übrigens auch ein Blue Drive. Kein Problem, Frau Sangl. Kein Problem. Ein bisschen Humor von der Community, noch dreimal ein- und ausparken und er hat kein H2 mehr zur Tankstelle fahren. Ah, reicht noch, locker. Reicht noch. Dreimal nach München fahren. Dreimal nach München fahren, okay. Ja, ich glaube, jetzt haben wir das echt gut gesehen hier. Das Video gibt es dann eh noch später. Ich hoffe, dass die Qualität ein wenig überzeugt. Dann könnte ich es ja auch auf YouTube raufladen. In der Regel sind ja diese Facebook-Live-Videos nicht die besten von der Qualität, aber ich hoffe mal, dass das passt. Ich habe das ja, wenn es jetzt keiner bestellt hat, wahrscheinlich nicht, weil es ja nur... Das ist richtig gut, weil ich kenne nur wie 40, das ist die richtige Lampe. Das kann ich nicht haben. Also es hat schon was mit der Folie. Cool. Gerade jetzt so bei den Lichtgesinn ist es natürlich... Genau, die elektrische Eckklappe für Frau Sangl, genau das ist vorher auch besprochen worden. Ganz cool. 4,70 Meter Länge habe ich vorher gehört. Gewicht habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das sieht man, glaube ich, in der Präsentation. Gibt es eine Anhängerkupplung, wird gefragt? Nein. Auch hier wieder keine Anhängerkupplung. Ist das ein Mattlack? Ja, das ist ein Mattlack. Abwerk. Und Allrad? Auch nicht. Kein Allrad. Okay. Ohne Schlüssel. Jürgen Sangl, so hoch wie das Auto, man stelle sich vor. Cool. Dachlast, es gibt einen Dachträger, Dachgepäcksträger, Dachlast. Weiß ich noch nicht, ich vermute mal 100 Kilo, ich weiß es aber nicht. Okay, beim Kona sind sie nämlich 70 oder 80 Kilo, glaube ich. Ja. Ich meine, es wären 100, aber... Okay, circa 100. Ah, 3 Sekunden, muss 30 Sekunden Zugsperrt sein. Jetzt nur für euch auf Facebook, gell? Okay. Da ist irgendwie gar nichts. Ich meine, ihr seht es jetzt vielleicht nicht, aber das ist null. Da ist nur Abdeckung. Ah. Man sieht nichts, ja. Nur Abdeckung unten drüber. Genau. Mehr ist beim Kona Elektro, der hat nicht einmal Abdeckung. Da ist nur der Akku unten raus. Da bin ich auch gespannt. Das ist eher das Langstreckenauto, der spielt sowas eine Rolle. Voller Körpereinsatz, das ist richtig, ja.
Verwirbelungen und so weiter. Also wir haben permanent 30 Zuschauer auf Facebook, die freuen sich auf dieses Spezial-Unveiling. Bitte, es ist sehr spät und der Herr Sangl ist noch immer aktiv und ich auch, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Und er wird sich übrigens bei allen melden wegen Kona und das gibt es ihm noch ein paar Tage bitte und das ist alles super gelaufen und wer bei Sangl bestellt hat, so wie ich es euch immer schon gesagt habe, der wird ganz sicher nicht den kürzeren ziehen. Genau, das Auto mit 100 Kilowattstunden Akku, das wäre es. Noch einmal bitte, das weiterzuleiten an die hörigen, obrigen. Nein, das ist nicht der Tank, das ist keine fahrende Bombe. Die Tanks sind, was haben wir gehört, zwei vor der Achse, vor der Hinterachse und einer hinter der Hinterachse. Genau so ist es, jawohl. 3x3 Kilo oder circa sind es, also 9 Kilo? 3x2,11. 2,11 mal 3 sind 6 Kilo und circa 0,89 haben wir gesagt, 1 Kilo braucht er. Jetzt 1,2. Weil Autobahn. Weil Autobahn, genau. Also wir kommen irgendwo bei 500, 600 Kilometer, kommen wir raus, 500 Kilometer circa. Ganz toll. Okay. Passt. Mein Auto ist schon geladen. Ein bisschen was gibt es da noch zu tun, da bauen sie jetzt irgendwie auf. Schauen wir noch rein. Und das wäre dann eigentlich das Ende dieses schönen Autos, das hoffentlich nur in der Optik einen durchwegs Anklang findet. Aha, die holen die Dinge ab. Da haben wir schon ein bisschen gesoffen. Nee, Scherz, sind nur Säfte. Ganz cool. Übrigens hier die Farben, ja, ganz toll. Okay, das soll es dann gewesen sein. Vielleicht noch ein bisschen Lob für Jürgen Sangl. Bitte, ja. Kundenzufriedenheit, Auszeichnung. Wein ist auch nur Traubensaft, ja. Es ist aber tatsächlich nur Saft, gell? So, gehen wir nochmal raus, weil nochmal die Leute alle beim Nexo stehen. Dann fragen wir das noch. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend. Ihr müsst ja morgen auch wieder alle früh raus vielleicht. Vielleicht die letzte Frage noch jetzt aus der Community, bevor wir aufhören. Die Leute haben sich schon bedankt für das coole Video. Die Verfügbarkeit des Nexo. Bei uns ab August. Bei Jürgen Sangl natürlich, noch nicht, ab August. 69.000 Euro geht's los, Förderungen gibt's. Da haben wir auch gehört, wenn sich drei Leute zusammentun und jeweils einen nehmen, ab drei gibt es dann, glaube ich, jeweils 15.000 Euro Förderung oder so circa. Ja? 16,5. 16,5. Dann kommen wir ja fast auf Kona Elektropreise runter. Brauchen wir nur noch eine mobile Wasserstofftankstelle. Eigentlich ist das eine Frechheit. Ist ja ein Auto für gleiches viel Geld oder nicht viel mehr als Kona Elektro. Ja, also ist schon ein bisschen ein Unterschied, aber ganz tolles Auto. Also optisch und technisch wegweisend. Klammer auf, Brennstoffzelle, nein, Klammer zu. Ich habe mich jetzt gerade schon gewundert. Ich dachte mir jetzt gerade schon, jetzt ist doch nicht der Stefan zum Wasserstoffzellen-Fanauto geworden, zum Brennstoffzellen-Fanauto geworden. Ja, das könnt ihr mir nicht leisten, da wäre morgen deklassiert und aufgerieben. Da drüben links steht die Zukunft und rechts steht sozusagen die designtechnische Zukunft. Also, alles Liebe euch, einen schönen Abend vom Autohaus Sangl. Jetzt verklagt mich der in der DSGVO, weil jetzt habe ich den auf dem Schirm gehabt. Name unbekannt.